Schön, dass Sie auch am Sonntag wieder dabei sind. Ich freue mich auf Sie. Wir feiern heute einen Jahrestag, den wir uns sehr gerne erspart hätten. Heute, vor einem Jahr, kommt ein Virus zu uns und es wirft einen Schatten, bei dem wir gar nicht genau wissen, wie groß der mal wird. So groß ist er mittlerweile. Privat und beruflich leben wir alle in diesem Schatten. Ganz besonders betroffen sind Politiker, Virologen, Kulturschaffende. Sie alle haben wir kennengelernt in der Hessenschau in diesem Jahr. Ausgangspunkt für dieses Gefühlschaos, für diesen Stress für alle war der 28. Februar vor einem Jahr. Und wir haben all diese Menschen gefragt, was hat dieses eine Jahr aus ihnen gemacht? Scheiße. Man war zwar irgendwo darauf vorbereitet, durch die Bilder aus Heinsberg oder zuvor aus Bergamo. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet, aber wenn es dann doch so weit ist, ist es eine andere Situation. Ja. Respekt vor dem Neuen, Angst vorm Versagen und Motivation, es gut zu machen. Alles kommt da zusammen. Dann sind 1000 Gedanken auf einmal in deinem Kopf. Und im Grunde funktioniert man dann erstmal. Man versucht, das alles, was man vorbereitet hat und besprochen hat, dann auch richtig zu machen, damit dann der Patient gut behandelt wird, die anderen Patienten alle geschützt werden. Das Jahr ist sehr anstrengend gewesen, vor allen Dingen von der Arbeitsbelastung. Es ist wahnsinnig viel. Man arbeitet jeden Tag, hat kein Wochenende, guckt nicht auf die Uhr und man kann sich eigentlich nie zurücklehnen. Und aufgeben gilt nicht. Also das geht einfach nicht, wenn man Virologe ist. Das Jahr hat mich in vielerlei Hinsicht verändert. Zum einen bin ich ja selber betroffen. Ich habe mich in der Frühphase auch mit dem Virus infiziert. Und das hat mich natürlich auch verändert, weil ich auch merke, dass es mein Körper nicht mehr so ist, wie es vor der Infektion war. Nicht, dass ich jetzt extrem leiden würde, aber ich spüre diese Veränderung. Und das hat mich natürlich auch verändert in der Form, dass ich die mediale Aufmerksamkeit, die ich jetzt genießen darf, auch gerne dafür nutze, um darauf hinzuweisen, dass eben eine SARS-CoV-2-Infektion nicht ganz so trivial ist, wie es mancher vielleicht auch wahrgenommen und dargestellt wird. Jeder, der von heute aus sagt, er hat es irgendwie so kommen sehen, der lügt sich auch selber in die Tasche. Niemand von uns weiß, wann endet das eigentlich? Aber jetzt davon zu laufen, weil die Aufgabe so groß ist, das kam mir in diesem Jahr nicht in den Sinn, auch wenn es manchmal wirklich hart war. Die Momente der Wut und Verzweiflung, die sind natürlich da und auch die Tränenmomente. Was eher emotional berührt ist, wenn hier wirklich mal Musik spielt. Wir haben samstags jetzt wieder Livestreamings und wenn man dann reinkommt und hört mal wieder laut Musik, das ist ein unglaubliches Gefühl. Also ich glaube, das ist Gänsehaut wieder. Und ich glaube aber auch, dass genauso unsere Gäste das wieder spüren werden, wenn sie wieder kommen dürfen. Dieses eine Jahr hat uns alle rasant verändert. Wir haben uns an solche Bilder von leeren Straßen gewöhnt. Wir schauen jeden Tag auf die Zahl der Neuinfektionen und auf die Inzidenzen, einfach weil uns diese Zahlen alle betreffen. Eine davon ist besonders bitter. 5.824 Tote. Eltern sind darunter, Opas und Omas, Geschwister, Kinder. Das macht uns alle schwer betroffen. Dabei fing das alles vor einem Jahr so unaufgeregt an. Es beginnt in Mittelhessen. Fassade und Flur der Lahn-Dill-Kliniken. Aufmacher der Hessenschau vor einem Jahr. Auch bei uns gibt es jetzt den ersten Coronavirus-Fall. Betroffen ist ein 31 Jahre alter Mann aus Wetzlar. Wegen eines Falls großer Andrang bei der Pressekonferenz. An Abstand, Maskenpflicht oder gar Lockdown denkt noch niemand. Das ist völlig übertrieben und wir sind noch weit davon entfernt, dass wir in Frankfurt wirklich innerhalb von Straßenzügen Übertragungen haben können. Die Geschichte zeigt, es kommt anders.
18 Tage später, der erste Corona-Tote in Wiesbaden und der erste Lockdown. Die Zeit leer, die Schulen geschlossen. Entspannt, also es ist einfach chilliger, ja. Ein bisschen ruhiger wie gewohnt. Andere sind nervöser. Hessen hamstert, Toilettenpapier ist heiße Ware. Homeoffice ist im Kommen, die Straßen bleiben dafür leer. Der Verkehr am Flughafen in Frankfurt steht. Die Inzidenz sinkt, die Maskenpflicht kommt. Bis heute. Im Mai Lockerungen. Die Gastronomie darf wieder unter strengen Auflagen bewirten. Und auch die Schulen öffnen. Mit Hygieneregeln und großem Abstand untereinander. Wenn die Kinder dann hier hocken, hoffen wir, dass sie sich nicht zu viel bewegen. Abgeklebte Wege, Schlange stehen, neuer Alltag. Und neue Hoffnung. An diesem Tag bisher einmalig, hessenweit keine Neuinfektion, die Inzidenz auf einem Tiefstwert. Und der erste Urlaubsflieger geht wieder in die Luft, nach Mallorca. Ein halbes Jahr Corona in Hessen, Streit über das Beherbergungsverbot. Und 6 Wochen später steigt die Inzidenz erstmals über 50. Seitdem ein wöchentlich rasanter Anstieg. Nach langem politischem Zögern die Notbremse. Zweiter Lockdown. Jetzt ist fast alles wieder zu. Und strenge Kontaktbeschränkungen. Weihnachten soll im kleinstmöglichen Kreis gefeiert werden. Trotzdem Schlange stehen vor den Schnelltestzentren. Erster Weihnachtsfeiertag. Bisheriger Inzidenz-Höchstwert in Hessen. Die Hoffnung zum Impfstart währt kurz. Es gibt nicht genügend Impfdosen. Und auch im neuen Jahr bleiben die Zahlen weiterhin hoch. Die Beschränkungen werden ständig verlängert. Lockerungen ab einer Inzidenz von 35 versprochen, von der wir aber bis heute noch weit entfernt sind. Ja, und genau das macht was mit uns, das macht was mit unserer Zufriedenheit. Deswegen reden wir jetzt mit dem Zufriedenheitsforscher Professor Martin Schröder von der Philipps-Universität in Marburg. Schönen guten Abend, Herr Schröder. Hallo, guten Abend. Wenn man mal das Jahr Revue passieren lässt, wie ist denn da die Zufriedenheitsskala in diesem einen Jahr rauf und runter gegangen vielleicht sogar? Ja, also es gab Messungen vom sozioökonomischen Panel im ersten Lockdown und da hat sich eigentlich gezeigt, dass die Zufriedenheit noch gar nicht zurückgegangen ist. Also die Einsamkeit ist etwas angestiegen, aber nicht die Zufriedenheit zurückgegangen. Und dann gibt es andere Daten, die zeigen, im Sommer war auch alles ganz normal, relativ hoch sogar. Die normale Zufriedenheit in Deutschland ist so ungefähr 7,5 von 10 Punkten und das sieht man da auch. Und dann gab es aber wirklich einen ganz drastischen Absturz, genau genommen von 7,3 Punkten im August auf, ja, man muss sagen, im November dann erstmal 6,7 und jetzt auch 6,3. Und das ist schon extrem viel. Also das ist so viel wie arbeitslos zu werden oder sich zu trennen. Es ist sogar eher noch mehr, ehrlich gesagt. Also wir sind alle in einer Zufriedenheitskrise, wenn man das vielleicht mal so sagen will. Jetzt haben wir diese Woche einen Hessentrend gehabt. Da haben wir das für mich etwas widersprüchliche Ergebnis, dass natürlich die Mehrheit immer noch einverstanden ist mit insgesamt den Corona-Maßnahmen. Die sind sinnvoll, die schützen uns. Aber die Zufriedenheit mit den Handelnden, also auch mit der Landesregierung hier in Hessen, die geht zurück. Kann man sich das erklären als Zufriedenheitsforscher? Ja, also das stimmt. 44% haben geringes Vertrauen nur noch jetzt in dem Fall in die Bundesregierung. Aber trotzdem, man weiß ja einfach, wenn man vernünftig ist, dass die Maßnahmen jetzt richtig sind. Also es gibt ja kein Land, das sagt, wir lassen das jetzt mit den Maßnahmen und trotzdem war dann alles in Ordnung. Aber die Menschen leiden eben wirklich darunter. Das muss man auch sagen. Kommen wir irgendwann wieder aus diesem Tal der Tränen raus oder haben wir keine Chance mehr, dass die Skala der Zufriedenheit auch mal wieder nach oben geht? Ja, es gab jetzt in der Kosmos-Studie gerade, da wurden Menschen gefragt, was glauben Sie, wann wird das Leben wieder so, wie es vorher war? Und 33% haben angegeben, das wird nie wieder so sein. Und da gibt es eigentlich aus Zufriedenheitsgesichtspunkten keinen Grund, das zu vermuten. Denn fast egal, was Menschen in ihrem Leben passiert, die Zufriedenheit erholt sich davon und erholt sich auch relativ schnell. Und ich sag mal, das müsste jetzt mit dem Teufel zugehen, wenn das jetzt in diesem einen einzigen Fall nicht so wäre. Das heißt, so diese Idee, jetzt ist alles ganz furchtbar und das wird für immer so bleiben,
das würde mich wundern. Also es spricht eigentlich alles dafür, dass sobald die Pandemie vorbei ist und man spricht ja oft davon, dass im Sommer dann wirklich alle durchgeimpft werden können, dass sich dann auch die Laune der Menschen, die Zufriedenheit erholt und dass auch sowas wie Depressionen dann natürlich wieder zurückgehen. Ja, das wollen wir alle hoffen. Das hören wir natürlich sehr gerne, gerade in dieser jetzigen Situation. Dankeschön, Professor Martin Schröder. Ja, gerne. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Und ich habe es schon angedeutet, die Corona-Zahlen. Hier kommt wieder unser aktueller Blick auf die Corona-Zahlen. Innerhalb eines Tages sind dem Robert-Koch-Institut in Hessen 589 Neuinfizierte gemeldet worden. Außerdem 9 Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Insgesamt hat das RKI in den vergangenen 7 Tagen 3.988 Neuinfizierte mit dem Coronavirus registriert. Das sind 83 mehr als in den 7 Tagen davor. Die 7-Tage-Inzidenz für Hessen liegt bei 63,4. Die Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod einer 27 Jahre alten Frau feststellen. Sie war gestern leblos in einem Gebüsch in Biebesheim im Kreis Groß-Gerau aufgefunden worden. Heute kam ihr Ehemann in Untersuchungshaft. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig. Hessens CDU-Generalsekretär Pentz unter Druck. Gestern hatte er Janine Wissler nach ihrer Wahl zur linken Chefin noch gratuliert, obwohl die CDU und sie als, Zitat, bekennende Kommunistin und Trotzkistin inhaltlich nicht weiter auseinanderliegen könnten. Prompt folgte per Twitter die Rücktrittsforderung aus der eigenen Partei. Untragbar sei Pentz, nachdem er jüngst erst Merz-Anhänger als Dschihadisten bezeichnet hatte. Die umstrittene Pressemitteilung von gestern jedenfalls ist heute auf der Seite der Hessen-CDU nicht mehr zu finden. Alle verlieren ihren Job. Das war die Ansage von General Electric in Kassel an die Mitarbeiter. 300 an der Zahl. Ja, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Wir stellen doch was so Sinnvolles her für die Energie, Hochleistungsschalter, für Kraftwerke, für Windkraftanlagen, für die Eisenbahn. Sie haben gekämpft. Und wir sehen heute in unserer Rubrik weitergedreht, ob sich dieser Kampf gelohnt hat. Die gute Nachricht: Es geht weiter bei General Electric am Standort Kassel. Die schlechte: Für rund 130 Kolleginnen und Kollegen ist hier bald Schluss. Auch Tino Keckel weiß noch nicht, ob er zu denen gehört, die bald ihren Job verlieren. Der 44-jährige Energieelektroniker arbeitet in einem Bereich der Produktion, der nach Italien verlegt werden soll. Ich bin noch in einem Alter, wo ich sagen kann, ich bekomme vielleicht noch Arbeit mit 44 Jahren, eine Ausbildung. Ich habe immer meinen Beruf gearbeitet. Sehe ich eine Perspektive für mich, aber für viele andere ist das deutlich schwieriger. Der Service mit 100 Arbeitsplätzen immerhin bleibt. Das konnte der Betriebsratsvorsitzende Benjamin Heinecke schon nach kurzen Verhandlungen melden. Doch dann ging es um die Jobs in der Produktion, um 200 Schicksale. Uns war auch klar nach so einer Ankündigung, einer Schließung einer ganzen Fabrik, dass es wahrscheinlich nicht sehr realistisch ist, alle Arbeitsplätze zu retten. Trotzdem haben wir um jeden einzelnen Arbeitsplatz gekämpft. August 2020. Seit einem halben Jahr schwebt das Damoklesschwert der Schließung über den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Produktion. 150 Angestellte demonstrieren in Kassel auf dem Messeplatz. Sie wollen ihre Jobs unbedingt behalten. Die Angst ist bei den Kollegen zu spüren, bei mir selber auch. Aber, und das sehen Sie, glaube ich, heute selber, es sind alle hoch motiviert, für die Arbeitsplätze zu kämpfen. Und wir glauben auch daran, dass wir GE überzeugen können. Der Betriebsrat hat dem Konzern Vorschläge gemacht, wie man schnell wieder wirtschaftlich arbeiten könnte. Dadurch soll die Produktion am Standort Kassel erhalten bleiben. Doch die Fertigung dort sei nicht profitabel, sagt der Standortleiter. Wir haben einen sehr starken Preisrückgang in den letzten Jahren erfahren von über 20%, hauptsächlich getrieben durch eine zunehmende Akzeptanz von asiatischen Herstellern im zentraleuropäischen Markt. Auf diese Herausforderung müssen wir Antworten geben.
Die entscheidende Antwort aber kommt direkt aus Kassel. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von GE haben nicht nur für ihre Jobs demonstriert und die Politik mobilisiert, sie haben auch Leistung gezeigt. Wir haben auch weiter hier am Standort zeigen wollen, warum der Standort so positiv ist, was die Vorteile dieses Standorts sind und haben hier mit Leistung überzeugt. Wir haben weiter unsere Kunden beliefert, trotz Corona mit nicht einem einzigen Ausfalltag. Und ich denke, dass das auch ein Schlüssel zum Erfolg war. Jetzt kann ein Teil der Belegschaft aufatmen. Hybridschaltanlagen wie diese werden weiter in Nordhessen entwickelt, gefertigt und vertrieben. Das sichert nicht nur weitere 60 Arbeitsplätze, es ist auch ein Alleinstellungsmerkmal für Kassel, sagt der Standortleiter. Wir haben es geschafft, mit einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Konzept zu überzeugen und eine langjährige Tradition des Standortes in Kassel zu sichern. Es war ein Schulterschluss zwischen Standortleitung und auch Arbeitnehmervertretung, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben. Mit Altersteilzeitregelungen und Abfindungen sollen jetzt weitere Stellen sozialverträglich abgebaut und so die Zahl der betriebsbedingten Kündigungen reduziert werden. Es ist noch nicht so greifbar. Also dieser Punkt, wo die Kollegen, wo der Tag kommt, dass es einem gesagt wird. Aber ich bin so jemand, ich realisiere das erst, wenn es ausgesprochen wird. Ende März ist es soweit. Dann erfährt auch Tino Keckel, ob er seinen Job bei General Electric in Kassel behält. Tja, und wir von der Hessenschau werden dann natürlich hinschauen, was dann passiert. Das machen wir auch bei der Frankfurter Eintracht. Die Fans, die träumen ja immer noch von der Champions League, aber es gab einen Dämpfer. Die Eintracht konnte ihre Siegesserie nicht fortsetzen gegen Werder Bremen. Ja, und trotzdem ist ja nicht alles schlecht, Heiko, oder? Na, absolut nicht. Es gibt auch positive Nachrichten für alle Eintracht-Fans. Es geht nämlich um ihn hier, Armin Younes. Er könnte bald wieder in die deutsche Fußballnationalmannschaft berufen werden. Younes spielt ja gerade einen überragenden Ball und das bleibt auch beim Chef nicht unentdeckt. Das ist ein Spieler, der auf engem Raum in der Orientierung sehr gut ist und der vor allen Dingen 1 gegen 1 Situationen irgendwie auflöst. Und das ist natürlich im heutigen Fußball auch wichtig. Natürlich ist er in meinen Gedanken, spielt er auch eine Rolle, ja. Und dann machen wir doch gleich weiter mit den guten Nachrichten. Adi Hütter bleibt definitiv auch nächste Saison Trainer der Frankfurter Eintracht. Zuletzt gab es heftige Gerüchte, dass Hütter eventuell nach Gladbach wechseln könnte, aber nix da. Der Österreicher ist regelrecht verliebt in Frankfurt und in die Eintracht und sagt, ich bleibe. Ja, und diese Jungs hier, die konnten heute Historisches schaffen. Die United Volleys Frankfurt wollten im Pokalfinale gegen die Netzhoppers Bestensee den ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte holen. Auf den Schultern eines Mannes lastete dabei sehr viel Verantwortung. Das letzte richtige Training vor dem Finale. Weil Mario Schmidtgall zu den Jüngsten im Team gehört, muss er aufbauen. Doch Schmidtgall ist alles andere als nur ein Helfer. Er ist der Zuspieler, der Ballverteiler, der wichtigste Frankfurter Mann im Finale. Ein Pokalsieg, das wär's doch. Das würde mir natürlich die Welt bedeuten. Ich will unbedingt gewinnen. Einen Titel zu holen mit 22 als Zuspieler ist, glaube ich, in so einer wichtigen Rolle ist, glaube ich, nichts Gewöhnliches. Und es wär fantastisch für mich. Dann geht's ab nach Mannheim zum Finale. Es wäre der erste Titel für die United Volleys überhaupt. Doch das Team plagen Verletzungssorgen. Nur deshalb wird Schmidtgall auf dieser wichtigen Position heute durchspielen müssen. Wir springen in den zweiten Satz. Den ersten hat Frankfurt links in Blau gegen Bestensee ganz knapp gewonnen. Und auch diesmal ist es eng. Jochen Schöps, der Altmeister, spektakulär gerettet. Beide Mannschaften absolut auf Augenhöhe. Schmidtgall stellt jetzt den Ball perfekt für Malescher, Punkt für Frankfurt. Kurz danach Schmidtgall dann auch am Netz gefragt. 2,06 Meter, wenn der hochgeht, wird's drüben dunkel. Die Volleys gewinnen auch diesen Satz und haben im dritten jetzt Matchball. Ein Punkt noch und Frankfurt hat das Ding gewonnen. Wieder der starke Schöps, geblockt, aber der Ball ist noch heiß. Großer an die Hand des Gegners. Die United Volleys sind Pokalsieger. Der erste Titel der Vereinsgeschichte ist perfekt. Und mittendrin ein 22-jähriger Pokalheld. Wir sind alle überglücklich. Gerade am Anfang konnte ich noch gar nicht so richtig realisieren, dass wir jetzt auch tatsächlich gewonnen haben. Da musste ich es erst noch ein bisschen verarbeiten. Aber jetzt mehr und mehr kommt die Freude darüber. Und ich glaube, ich werde heute Abend sehr gut schlafen. So, und jetzt hoch den Pott.
Den letzten hessischen Volleyballtitel gab es im Übrigen vor 37 Jahren. Ich glaube, wir sind uns einig, das wurde mal wieder Zeit. Absolut, Glückwunsch. Ja, und was ist da denn bloß los in Nordhessen bei der MT Melsungen? Trainer Gudmundur Gudmundsson ist heute beim Spiel gegen Magdeburg komplett ausgeflippt. Riesenfrust und eine 24:27 Niederlage. Der mit Nationalspielern gespickte Kader dümpelt in der Handball-Bundesliga nur auf Rang 12. Ja, und mehr Sport gibt's nachher ab 10:30 in der Sportschau und im Heimspiel. Und jetzt gibt's bei Christine den nächsten Wettkampf. Absolut, Heiko. Es ist der Wettkampf um den Chefposten im Schwalm-Eder-Kreis. Die Region der Ahlewurst und dem leckeren Schmandkuchen. Und da fragen sich die Leute, wer steuert uns in eine gute Zukunft? Wer organisiert, dass uns Busse gut und umweltfreundlich von A nach B bringen? Verkehrspolitik, ein ganz wichtiges Thema bei dieser Kommunalwahl. Die ist heute genau in 2 Wochen. Untersucht der Schwalm-Eder-Kreis einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin? Der Schwalm-Eder-Kreis. Knapp 180.000 Menschen leben hier auf 1.539 Quadratkilometern. Damit ist er flächenmäßig der zweitgrößte Landkreis in Hessen. Und das sind die wichtigsten Themen. Die Infrastruktur, auch mit den Bussen, mit der Bahnlinie, das muss sich alles noch ein bisschen mehr ändern. Manche Busverbindungen, wo die 20 Minuten dauern, dauern dann auch mal 2 Stunden. Ich komme von Körle und bezahle für 2 Haltestellen hier 3,50 Euro. Was vielen auffällt, der Norden des Landkreises boomt. Bei uns im Ort, ein ganz kleiner, da gibt es kaum noch Leerstand. Es werden viele Neubaugebiete erschlossen. Aber wird dadurch auch sehr voll. Ein Kita-Platz zu finden ist sehr schwierig. Im südlichen Landkreis dagegen Leerstand, Landflucht. Weil es einfach auch nicht so viele große Unternehmen gibt. Ich sehe auch, dass die Jugend fast geschlossen dann immer weggeht hier. Ich glaube, es gibt viele Altstadtimmobilien, die gar nicht mehr bewohnbar sind. Der Ausbau der A49 im Schwalm-Eder-Kreis sehen ihn einige herbei. Es ist einfach viel zu viel Verkehr auf den Landstraßen und das muss definitiv auf die Autobahn. Und apropos bauen, mit dem neuen Krankenhaus in Melsungen geht es auch nicht so recht voran. Es soll ein Neubau kommen, es wurde ein Loch geschachtet. Aus dem Loch ist mittlerweile ein Schwimmbad geworden. Jede Menge Baustellen also für den neuen Landrat oder die neue Landrätin. Und das wollen die Kandidaten und Kandidatinnen zuerst verändern. Zur Wahl stehen neben dem aktuellen Landrat Winfried Becker von der SPD, Michael Scheer von der CDU, Christoph Pohl von den Freien Wählern und Stefanie Pies von den Grünen. Ich stehe dafür, dass Bildung für alle Generationen im Schwalm-Eder-Kreis oberste Priorität hat. Bildung ist Grundlage für alles. Sie formt unser gesellschaftliches Miteinander, stärkt unsere Demokratie und ist Motor für eine starke Wirtschaft. Der Schwalm-Eder-Kreis muss vor allem die Chancen der Digitalisierung nutzen, um Daseinsvorsorge zu erhalten, um moderne Schulen aufzubauen, um medizinische Versorgung anbieten zu können und um moderne, innovative Arbeitsplätze zu schaffen. Getreu meinem Motto, klare Ansagen statt langem Reden, trete ich als Landratskandidat für den Schwalm-Eder-Kreis an. Ich habe viele Ideen für den Schwalm-Eder-Kreis, aber zunächst möchte ich das Thema Digitalisierung, sprich Breitbandausbau, angehen. Nicht zuletzt Corona hat uns gezeigt, wie viel hier noch zu tun ist. Für eine vielfältige Gesellschaft, starke regionale Wirtschaft, für gute Bildung und Betreuung, nachhaltige Mobilität, für gute medizinische Versorgung, attraktives Wohnen, für Vielfalt in der Natur. Ergreifen wir die Chance, die uns Vielfalt bietet. Ein Nord-Süd-Gefälle, der öffentliche Nahverkehr und die medizinische Versorgung. Der Schwalm-Eder-Kreis steht vor großen Herausforderungen. Da stehen wir doch alle. Und der Job des Politikers ist es, genau in dieser Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und solche politischen Entscheidungen, die gab es zuhauf in den vergangenen Monaten. Zig Pressekonferenzen, die waren überhaupt nicht langweilig, sondern boten den Stoff fürs ganz große Kino, findet unser Kollege Philipp Wellhöfer in Schönblöd. Bam, Schönblöd ist da. Ach, grüß dich, Volker. Grüß dich, mein Lieber. Es ist Kinozeit. Neue Blockbuster gibt's von den Machern von Lockdown 1, Lockdown Light und Lockdown Extended. Kommen jetzt wieder mit Volker Bouffier in der Hauptrolle die Mega-Blockbuster Lockerungen Teil 1 bis 4. Und der erste Teil, den ich sehr rasch machen will, ist
dass wir von einem Hausstand mal auf zwei Hausstände gehen, um diese Verrücktheit entweder Opa oder Oma mal auszuräumen. Verrückt, diese wirklich verrückte Verrücktheit. Wer hat sich dieses Drehbuch im Januar bloß ausgedacht, also das mit der Verrücktheit? Es wird dahingehend verändert, dass im öffentlichen Raum nur im Kreise der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person man sich treffen kann. Der Hauptdarsteller selbst hat es sich ausgedacht. Was ein Plot. Aber warum plötzlich dieser Sinneswandel? Was könnte der Grund sein? Läuft irgendwas im Gegenprogramm? Naja, irgendeinen Grund wird's schon haben. Wir freuen uns jedenfalls so sehr auf den Blockbuster, das finden wir schön. Besonders spektakulär wird der Kinokracher Lockerungen Teil 3. Ein richtiger Party-Movie mit bis zu 50 Personen auf Veranstaltungen, auf manchen sogar mehr, das gab's ewig nicht mehr. Doch der Spannungsbogen bleibt auch hier knallhart. Während die Kleinen auch in Teil 3 komplett in den Präsenzunterricht gehen, oder wie böse Zungen sagen, sie schicken unsere Kinder sozusagen in den Tod. Ja, Tod ist vielleicht ein bisschen hart, reicht ja, wenn sie doof bleiben. Während die in der Schule büffeln, andere große Partys feiern, dürfen die Älteren auch weiterhin nicht in die Schule. Da ist das Drehbuch wirklich unlogisch. Aber gibt's ja gar keinen Grund, einen unlogischen Film zu veröffentlichen, oder? Also, dass Teil 3 inhaltliche Schwächen hat, obwohl die Autoren offenbar gar keine Hintergedanken hatten, das finden wir blöd. Freuen uns aber schon auf Lockerungen Teil 4. Denn da gehen alle Belger wieder in die Schule und können sich endlich wieder komplexen Mathematikaufgaben widmen. Denn in Lockdown 1, Lockdown Light und Lockdown Extended ist da wirklich viel auf der Strecke geblieben. Ein Beispiel: bei den Umfragewerten der CDU geht's diese Woche kontinuierlich dauernd nach unten. Das sieht allerdings nur auf den ersten Blick so aus. Tatsächlich erkennt das Mathe-Master meinte einen ganz anderen Trend. Da kann man überall feststellen, die CDU nimmt zu. Also vom absteigenden Ast kann ich nicht reden. Wir sind überall, haben wir Plus. Dass der Hauptdarsteller nicht nur ein guter Schauspieler ist, sondern auch ein Mathe-Genie, der als einer der wenigen weiß, dass Minus mal Minus Plus ergibt, das finden wir schön. Und freuen uns wie bevor auf die Lockerungen Teil 1 bis 4 und gehen einfach mal davon aus, dass der Premierentermin nicht gezielt gewählt wurde. Das wäre ja echt wirklich auffällig und ziemlich blöd. So, war noch was? Nö, also nix. Dann Schluss mit lustig. Von wegen, hier ist doch auch großes Kino im Studio. Morgen wieder um 7:30 mit Andreas Hieke und Claudia Schick. Und jetzt kommt Simone Kienast mit den Wetteraussichten. Die werden bestimmt gut. Machen Sie es gut, schönen Abend Ihnen noch. Tschüss.